Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Bernd Tomaselli. Schönen Donnerstag. Das Waldbad Giesingen in Feldkirch hat gestern einen Helden geboren. Dort hat ein 13-jähriger Junge einem 7-Jährigen das Leben gerettet. Denn der 7-Jährige war regungslos im Kinderbecken gelegen. Das hat der 13-Jährige gesehen, sofort reagiert und den Buben aus dem Wasser gezogen. Der Bademeister hat gleich mit der Wiederbelebung begonnen und noch vor Eintreffen der Rettung war der 7-Jährige wieder bei Bewusstsein. Der Häftling, der Anfang April in seiner Zelle in der Polizeistation Bludenz durch ein Feuer schwer verletzt worden ist, ist tot. Der 28-Jährige ist am Sonntag in einer Spezialklinik in Deutschland an den Folgen der schweren Verbrennungen verstorben. Der Mann hätte wegen einer Verwaltungsstrafe 14 Tage einsitzen müssen. Die Ermittler sind damals davon ausgegangen, dass er das Feuer selbst gelegt hat. Kinder sind unsere Zukunft. Am heutigen Weltkindertag schaut man da besonders auf die Rechte der Kleinsten. Denn die Hälfte aller Vorarlberger Kinder erlebt zu Hause Gewalt. Ruth Rüdeser, Leiterin vom IFS Kinderschutz im Antenne Vorarlberg Interview. Wir im Kinderschutz haben am häufigsten mit der sexuellen Gewalt zu tun. Es gibt aber neben der sexuellen Gewalt die physische, die psychische Gewalt und die miterlebte Gewalt. Im Falle eines Falles ist besonders der sofortige Schutz des Kindes wichtig, so Rüdeser weiter. Eine 20-jährige Bettlerin aus Rumänien hat mit anderen Frauen zusammen Menschen in Alters- und Pflegeheimen in Vorarlberg ausgeraubt. Dafür ist die Frau jetzt am Landesgericht Feldkirch zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ein aufmerksamer 86-jähriger Mann aus Hittisau hat die Frau auffliegen lassen. Bei ihm war die Verurteilte in einem Monat gleich zweimal vor der Haustüre. Daraufhin hat der Mann die Polizei gerufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.